Wo hast du das denn? Weil wo hast du das denn jetzt gesehen? DBD. Ja gut, das weiß ich ja. Das war, ich wollte jetzt nur, ich will ja, die anderen Sachen sollen hier weggeschmissen werden. Da liegen ja überall die, soll ich jetzt wirklich mit dem Dumpen aufhören oder damit es vorangeht? Wir sollen aufräumen. Und du meinst, die haben jetzt das Adamantium in das Krankenhaus gepackt? Warum sie? Ich kann aber nicht in den Koffer reingucken. Ich könnte über I, kann ich wenigstens gucken, wie das Hospital aussieht. Aber da steht halt nicht bei, was für Kloß das ist. Beziehungsweise welcher Sweat das ist. Das erfahre ich darüber ja nicht. Ich schmeiß da alles, was im Krankenhaus ist, weg, weil das kaputte Klamotten sind, weil in diesem Krankenhaus sind, man sieht es, in diesem Krankenhaus sind 50 Zwerge gestorben. Die haben hier unglaublich viele kaputte Klamotten liegen lassen. Also das, wenn ich jetzt hier gucke, auf dem Bett lagen, glaube ich, 20 Zwerge auf einem Stapel, das kann weg. Das sind fast drei Seiten kaputte Klamotten. Das war der Sinn des Dumpens. Und ja, ich schmelze auch noch Eisen, weil ich brauche das ja. Weil ich glaube, es wird auch gar nicht mehr so viel. Gut, der Eisenmangel wird gekämpft und Kupfer, deswegen wird Tetrahydrit verarbeitet, weil für die Kupferkäfige. Das ergibt auch Sinn, weil ich brauche die Käfige. Bei Hämatit weiß ich gerade gar nicht, was ich aus Eisen hergestellt habe, dass das immer noch braucht. Wir können die Billon-Bars da oben, könnten wir aber mal aufhören. Weil wir haben ja unsere Billon-Statue, haben wir jetzt, ja. Und ansonsten haben wir ja hier kaum wirklich Aufträge. Alter, jetzt, was ist das denn? Okay, so, gut. Versuchen wir es mal. So, Enhanced View, genau, den kenne ich noch. So, jetzt haben wir hier Shift W. Was macht Shift W? Gucken, was steht hier? Minware. Was mache ich damit? Shift A. Was macht jetzt Shift A? Was steht da? Apply selected. Apply. Shift A. Shift D. Warte nochmal. Docs, Enhanced View. Ich komme mit diesem View sowieso nicht. Ja gut, ich habe halt alles ausgewählt und sind halt ein paar Verbrauchsmaterialien mit bei. Das war mir ehrlich gesagt egal. Ich hatte nicht gesehen, dass das auf den Kisten. Wenn irgendwo, wo die ganzen Leichen liegen, da noch 10 Splints oder so rum sind, ist mir das egal. Ach so, also nochmal. So, was habe ich jetzt? So, Shift. Shift W. Jetzt, warte, ich bin jetzt gerade, ich bin gerade ein bisschen, so, E. So, jetzt mache ich mit Shift W. Geht das dann nur auf Klamotten? Oder was ist jetzt Shift W, Minware?
Hat mich mit alles Beschädigte ausgewählt. Sorry, muss mir halt ein bisschen helfen. So. Jetzt alles Beschädigte habe ich jetzt ausgewählt. Und mit Shift D dump ich das dann alles. Also Shift A, alles gelistete, Shift D dumpt alles. Ah. Ah, eine Eingebung. Es ist alles, also jetzt habe ich, Alter, es sind 3089 kaputte Klamotten. noch zweimal Shift F, was macht du alles? Shift F, verbieten. Ach so, damit Sachen, die verboten sind, jetzt nicht mehr verboten sind, ne? Okay, also alles, was da rumliegt, ist jetzt, also alles Kaputte, das rumliegt, ist jetzt gedumpt und nicht und erlaubt. Und jetzt steht da nur 2748. Ich nehme das einfach mal, ich nehme das jetzt mal so hin. Jetzt dumpen die doch erst recht alles. Ach so. Oh Gott. Die Festung voller nackter Zwerge wird Wirklichkeit. Arme Zwerge. Das wird noch viel verstörender jetzt für die nächsten Besucher, die wir kriegen. Kommen die da rein und sehen erstmal überall nackte Zwerge rumlaufen. Oh, der erste Elf ist da. Trifft auf einen Besucher und will nicht in die Falle tappen. Ja gut, die Elfen haben es auch nicht so mit den Fallen, ne? Ist der Besucher... Nein, die High Five und weiter geht's. Okay. Die Elfen... Ah, jetzt. Der kommt ein bisschen weiter. Ja, ist ja okay. Ich muss mir irgendwann so eine Liste machen, wo diese ganzen Kürzel dann draufstehen. Ich finde das doch nie wieder. Ach so, darf ich mal alles verkaufen? Ja, das ist ja nicht schlimm. Es kommt aktuell eh kein Händler. So, ein paar Elfen bleiben in den Fallen hängen. Das ist in Ordnung. Oh, es wäre voll cool, wenn jetzt die Magma-Falle schon fertig wäre, ne? Aber nein. Ich bin ja schon froh, dass keiner... Ne, die können hier... Ja, die können von hier eh nicht runter, ne? Die könnten da runtergehen und dann hier... Aber was wollen die bei unserer Pumpe? Ha, der Human Monster Slayer Necromancer kommt zu Besuch. Der kommt doch bestimmt und räumt da von hinten das alles weg. Ich weiß es nicht. Zwei weitere Besucher verlassen gerade uns. Vielleicht machen die dann die Elfen platt. Ich weiß es nicht. Wir müssen uns dann noch um die Entsorgung der ganzen Gefangenen kümmern. Das ist ja auch noch wieder die nächste Aufgabe. Zu viele Aufgaben. Wir können natürlich auch jetzt mit den Toten positiv sehen. Wir sind jetzt genau bei 70 Zwergen. Das ist eine viel schönere Zahl als 71. Die kämpfen doch. Oh, der eine, der will kämpfen. Der andere Besucher nicht. Aber der eine Gast, der kämpft. Wer bist du? Wer verteidigt uns diesmal? Diesmal verteidigt uns ein... Der Human Monster Slayer Grimwan. Der verteidigt uns. Perfekt. Der braucht aber ein bisschen. Hauen die jetzt schon wieder ab? Nee, ich wollte gerade sagen. Die können doch nicht schon wieder aufgeben. Nur weil die jetzt hier, keine Ahnung, 10 Zwerge, 10 Elfen in Käfigen gelandet sind. Und einer umgebracht wurde. Gut, die machen das. Die Statue... gucken, steht. Das heißt, er mit seinem Demand ist total zufrieden. Er hat seine komische Billo-Statue gekriegt. Hier wird immer noch fleißig das Zeug hergestellt.
Die Tarsk hier irritieren mich halt. Dass die Adamantinstwans hier ein Tarsk hinter haben. Der Tarsk aber anscheinend nicht das Einlagern hier drin ist. Bringen sie es doch in den Stockpile hier hinten? Das wäre voll doof. Man könnte natürlich auch mal gucken, wie viele Strands haben wir denn jetzt? Wenn ich jetzt hier... wonach muss ich jetzt gucken? Ich muss nach Kloss gucken, ne? Nee, muss ich nicht. Na. Ist das dann Sweat? Aber die sind nicht alle hier drinne. 2, 4, 6, 10. Okay, sind sie doch. Hab nichts gesagt. Ja, das stimmt leider. Wobei für die 2800 Items, die jetzt gedumpt werden, bist du verantwortlich. Ich hatte weniger ausgewählt. Ich will halt, also das ist mein Problem, ich möchte halt diverse Sachen voranbringen, weil ich die gerade cool finde. Wie halt die Magma-Falle. Das macht halt wieder neue Arbeit. Da hast du recht. Und dass 70 Zwerge das auch nicht perfekt schaffen, ja, habe ich leider auch schon gemerkt. Aber es werden ja wieder mehr. Irgendwann kommt wieder eine Migrantenwelle, dann haben wir wieder 7 Zwerge mehr. Wir hatten 190, wir werden wieder 190 Zwerge haben. Und dann läuft das auch wieder. Das hat ja bis zu dem Massensterben auch super geklappt. Es war hier mal fast aufgeräumt. Also abgesehen hier von dem Außenbereich mit den ganzen Leichen, aber drinnen sah das gut aus. Und jetzt halt nicht mehr. Aber so Sachen wie ein Stockpile umräumen, das kriegen sie trotzdem immer noch hin. Ich verstehe halt nicht die interne Prioritätenvergabe. Doch theoretisch wäre das mit meinen Pumpen und so weiter auch kein Problem, wenn sie es bauen würden. Also bei der Flucht erschießt ihr einfach noch ein paar. Ja, macht ihr mal. Dann kann ich doch theoretisch hier schon wieder die Hebel betätigen. Weil die jetzt eh abhauen. Also es würde alles besser laufen, wenn ich nicht so viele Zwerge verloren hätte. So, Militär hinterher schicken brauche ich ja eigentlich nicht, ne? Die Elfen sind eh weg, ehe ich sie erwische. Das Alpaka ist jetzt verhungert. Ja, das ist klar. Wie jetzt... kommen neue. Oh nein! Die andere Elfenfraktion kommt und schießt die flüchtende Elfenfraktion nieder. Okay, jetzt kämpfen. Muss ich mal. Also Brücke wieder hoch? Ihr Leute, ihr habt so alle, ihr habt den letzten Schuss nicht gehört. Ja, das Problem ist, dass ich halt nicht weiß, wie ich hier vernünftig durchgreifen kann, dass die Zwerge mal das machen, was sie sollen. Ich weiß halt auch nicht, was ich... Mal ganz ehrlich, wie möchte man das hier zum Beispiel draußen aufräumen? Wenn es halt außerhalb der Mauer mit den ganzen Körperteilen, das kriege ich nicht hin. Ich kann es dumpen, ja, schön, aber...
Es ist halt zu viel. Das schaffen 70 Zwerge einfach nicht. So, der eine. Ja gut, das hauen die einen Elfen, die anderen Elfen platt. Greife ich dann jetzt. Muss ich da jetzt wieder eingreifen? Doch das Militär losschicken? Die neue Gruppe sind ja auch nur 20 Stück. Ah. Ich weiß ja nicht. Ich tue mich mit DFX schwer, weil mir da einfach die Erfahrung fehlt. Ich habe einfach Angst, dann da zu viel kaputt zu machen. Und zum einen ist DFX setzt im Namen schon irgendwie voraus, dass das Schieden ist. Und zum anderen, es muss doch möglich sein, das trotzdem hinzukriegen. Okay, es dauert, weil die Zwerge sich an allen möglichen Scheiß aufhalten. Man aber trotzdem vorankommen möchte. Das muss man halt auch so sehen, dass zum Beispiel, dass wir würden das Holz nicht brauchen, wenn ich jetzt nicht die Magmafalle bauen wollen würde. Und die bräuchten wir theoretisch auch nicht, weil wir kriegen den Feind ja aktuell auch doch noch immer so geschlagen. Die Magmafalle soll ja nur das Risiko, wenn irgendwann größere Gruppen kommen, minimieren. Warum fängt Ari jetzt an, Leopardenlederschuhe herzustellen? Weil das mit den Klamotten jetzt wahrscheinlich zählt. Innerhalb von 2 Minuten. Jetzt machst du mich neugierig. Jetzt wird das problematisch, weil mich das tatsächlich neugierig macht. Er kämpft jetzt gegen die untoten Elfen, ja, ne? Jo. Wo kommt der her? Warum haben wir da plötzlich einen untoten Elfen? Ich werde es nie herausfinden. Das ist noch einer. Oh, ah. Ihr habt einen Totenbeschwörer angegriffen, ne? Ihr lebensmüden Irren. Ein Test. Einmal Pause. Haben wir nicht einmal. Jetzt haben wir gleich wieder die ganzen Untoten da rumstehen, ne? Genau da hier. Hostile, dead. Ja, super. Ihr macht das klasse. Der Elfenunterarm ist im Angriff. Genauso wie die rechte Hand. Wo kommt der Jaguar her? Ach. Zwei Elfen sind jetzt wieder freundlich. Man ist jetzt mitten in dem Angriff. Jetzt kommt der nächste Ambush ein. Jetzt. Ja, ich weiß. Ich wollte jetzt doch schnell noch mal die Hebel hier drücken. Weil, wenn jetzt die ganzen Untoten kommen, habe ich ein Problem. Also ich soll jetzt Pause machen. Wollen wir jetzt mitten im Kampf das aufräumen? Ich mache mir gerade eher. Die laufen nachher durch.